Hallo und ein recht herzliches Willkommen zurück beim Verkünder. Heute mit einem ganz neuen Spiel, und zwar Planet Crafter. Dieses Spiel ist momentan auf 7 auf dem ersten Platz und hat Elden Ring von seinem Thron verdrängt. Ich möchte hier jetzt einfach mal mit euch reinspielen, vielleicht ein bisschen was erschaffen und ja, wenn es euch gefällt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Dann würde ich dieses Let's Play dann auch gerne weiterführen. Zu Anfang kann man hier Schwierigkeitsgrad und eben den Startplatz auswählen, also den Landeplatz. Hier, wenn ich auf Spielmodus gehe, dann sieht man halt, dass ich Standard spielen kann, entspannt. Das ist, glaube ich, der Easy Mode, intensiv und Hardcore. Ja, da stirbt man halt und das Spiel endet und ist halt ein Permadeath. So, wir lassen das Ganze auf Standard, damit das auch nicht so einfach wird. Also ein bisschen Spannung möchte ich euch hier auf diesem Video bzw. auf diesem Wege schon bieten und hoffe, dass euch das dann gefallen wird. Landeplatz gibt es dann halt Standard, große Schlucht, das hört sich schwer an, da dann wieder rauszukommen. Die Sandfalle und Zufall. Da weiß man nicht, wo man landet. Und so wie ich das Spiel jetzt verstanden habe, haben wir den ganzen Planeten hier, den ihr hier seht, für uns. Und ja, ich würde jetzt erstmal rein starten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind auf dem Planeten angekommen. Die Laufgeschwindigkeit ist sehr hoch. Hier haben wir erstmal die epische Musik. Hier noch ein Planeten im Hintergrund irgendwie. Dann können wir hier, glaube ich, schon Ressourcen aufsammeln. Kobalt. Nehmen wir uns mal mit. Und ja, das Ziel des Spiels ist es einfach, Ressourcen zu sammeln, daraus eine Basis zu bauen, den Planeten grün werden zu lassen und ja, halt aus dieser lieblosen Wüstenlandschaft einen für Menschen bewohnbaren Planeten zu gestalten. Was mit Sicherheit nicht einfach ist. Ja, muss man mal gucken, wie das Ganze funktioniert hier. Okay, ich bin wahrscheinlich schon tot. Ja, ich bin tot. Willkommen auf deinem zugewiesenen Planeten. Deine Mission ist es, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Erzeuge dazu O2, also Sauerstoff, Hitze und Luftdruck. Erreiche zuerst 175 Ti und erschaffe eine blaue Atmosphäre. Oh, da muss man erstmal rauskriegen, wie das geht, ey. Mein Lager. Hier stelle ich Dinge her. Da brauche ich zweimal Kobalt, um eine Sauerstoff-Kapsel herzustellen. So, jetzt fangen wir an, das Spiel zu verstehen. Ich muss mal die Sensi ein bisschen hochstellen. Steuerung. Oh, bin anderes gewöhnt, ne? Da sieht besser aus. So, ich hoffe, für euch auch noch angenehm. Oh, ich brauche jetzt erstmal zweimal Kobalt. Na? Oh, das ist doch ein bisschen schnell. Stell ich gleich mal um. Toll hier. Titan. Oh, hier nochmal Kobalt. Und wieder zurück zur Base. So. Also. 100% Sauerstoff. Braucht man Energiekapsel oder so. Kobalt. Zweimal Kobalt. Einmal Eisen, einmal Magnesium. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist der pure Stress. Okay, das war Titan. Und Eisen einmal. Nochmal Eisen. Oh, der Planet ist so eklig hier, ne? So ein ekelhaftes Wüstenteil, ey, weiß ich.
Und den auch noch mit. Ja, Rucksack hätten wir jetzt. Und nochmal einmal Kobalt, einmal Eisen, einmal Magnesium. Irgendwas stimmt hier nicht. Noch habe ich das Spiel nicht begriffen. Hab mir auch vorher gar nichts dazu angeguckt eigentlich. Ich weiß halt nur, dass es auf Steam auf Platz 1 ist und ich wollte warum. Das Spiel bekommt ihr auf Steam für 16 Euro. Ne, und ja, meine Neugier hat mich halt dazu gebracht, das Spiel zu kaufen. Wieder nur Kobalt. Mal Eis finden. Ja, mal Eis. Kobalt. Silizium. Was wir haben wir. Ne? So. Inventar ist voll. Zurück zur Kapsel. Je weiter wir rausgehen, desto mehr höher ist der Sauerstoffverbrauch. Gut, Wasser haben wir getrunken, dann machen wir um Rechtsklick. Noch mal Eis. Ah ja, wir haben ja ein Lager, ne? Da können wir das reintun. So. Wird jetzt auch noch mal dunkel. Mal gucken, ob wir noch mal brauchen. So. Ich will jetzt einen Sauerstofftank herstellen. Kobalt zweimal. Eisen. Magnesium müssen wir mal suchen. Wie sieht Magnesium nochmal aus? Warte. Das ist braun-blau geformt, also gefärbte Zeug. Silizium. Ach, schnell zur Kapsel zurück. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. So doch richtig, oder? Ah. Nein! Wir haben auf jeden Fall die Sachen hier liegen lassen, das ist schon mal gut. Ah ja, einmal Kobalt haben wir ja noch hier drin. So. Mikrochip, Dekonstruktion. Ja, ich sehe schon, dass ich wechsle hier auf meinem Tool. Und mein Sauerstoff geht wieder leer. Also weit kommt man nicht. Ah ja, und hier kann man die Sachen dann in sein Inventar packen und ausrüsten, wenn man unterwegs ist. Ja, das ist ja gut zu wissen. Hat einen aber keiner im Spiel erklärt. Allgemein finde ich den Einstieg bis jetzt noch ziemlich schwierig. Dekonstruktion. Rüste diesen Chip aus, um Objekte mit deinem Multitool zerlegen zu können. Wird für die Verwertung von Wracks benötigt.
Ah, dann glaube ich mal, dass wir da oben hin müssen. Ja, da oben ist ja ein Wrack. Aber da brauche ich mehr Sauerstoffflaschen. Ja, dann sind wir jetzt hier oben angekommen und hoffen dann hier mal, dass es was Interessantes gibt. Weil die Ressourcensuche sich allgemein meiner Meinung nach relativ schwierig gestaltet. Wir haben jetzt hier das Dekonstruktionstool und ja, da hoffen wir mal, dass wir da vielleicht Metall kaputt machen können und uns davon die Rohstoffe snacken können. Wir haben uns vorher die Taschenlampe bauen sollen. Ah, eine Heizung zerlegt. Ach, guck mal, daraus haben wir Sachen gewonnen. Aber mich würde mal interessieren, wo wir Blaupausen herkriegen. Ach, das ist so cool gemacht. Also mir gefällt das bisher richtig, das Spiel. Das ist sehr interessant. Aber wir müssen langsam zurück. Ah, langsam zurück zur Kapsel, die Sachen schon mal im Lager bringen. Oder so weit wie wir kommen, wenn wir sterben, dann können wir das ja hier wieder abholen. Das schaffen wir, glaube ich. Kriegen wir, glaube ich, hin. So. Einmal noch Kobalt sammeln eben. Also es geht hier um Sammeln. Herstellen kann man ganze Basen, eine ganz neue Welt. Und das Ziel ist halt einfach, dass es gar nicht mehr so aussieht wie jetzt, ne? Also wirklich dann auch mit Grün, wirklich wie die Erde dann auch, ne? Das ist das Ziel. Gut, dann haben wir jetzt Wasser, Sauerstoff. Ja, was ich mir noch wünschen würde, wäre halt eben ein Multiplayer. So, Mikrochip-Konstruktion. Silizium, Silizium, Magnesium. Zweimal. Lithium hätten wir einmal. So. Also was brauchen wir nochmal? Zweimal Magnesium. Nochmal zweimal Magnesium und nochmal einmal Silizium. So, müssen wir richtig lesen, weil die Schrift überlappt sich teilweise. Zweimal Magnesium, einmal Silizium. Noch einmal Magnesium. Ich stehe auch so ein bisschen auf Science Fiction, für alle, die es nicht wissen. Und da ist gerade so ein Spiel echt top für mich, ne? Das ist mal was anderes. Magnesium habe ich gesagt, ne? Silizium habe ich genug. Oh, hätten wir.
Dann wieder zurück zur Kapsel und dann stellen wir unser Konstruktionswerkzeug her. Bin ich jetzt gleich echt mal gespannt, wie das funktioniert, ob das gut umgesetzt wurde, ob das einfach ist oder ob das schwierig ist. Wird man ja dann sehen, ne? Oh. Kein Sauerstoff mehr. Wo war denn nochmal unsere Kapsel jetzt? Hier irgendwo, ne? Oh, wir nippeln ab. Na egal, wir können ja unsere Sachen wieder aufsammeln. Ja, verrecken gehört irgendwie dazu, glaube ich, bei dem Game. Ah, oh, geschafft. So, Mikrochip-Konstruktion. Cool. Und das müssen wir dann ausrüsten. Haben wir gemacht. Und da ist es. Oh, wie konstruiert man jetzt? Dass dann das Spiel aber auch nichts erklärt, ne? Gehört natürlich jetzt auch dazu, dass wir wissen, wie. Ah. Rüste diesen Chip aus, um Strukturen bauen zu können, indem du die entsprechende Taste drückst. Ja, da erwarte ich eigentlich, dass ich verschiedene Crafting-Möglichkeiten angezeigt bekomme, die ich dann einfach bauen kann. Ich denke, dass ich da noch irgendwas machen muss für, aber ich weiß eben nicht was. Das hat mir hier in dem Spiel noch keiner erklärt. Mission ist es, Terraform-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Erzeuge dazu O2 Hitze und Luftdruck. Ich wette, ich muss hier erstmal was. Jetzt erstmal in Gang bringen. Dass das Let's Play so zäh geworden ist, tut mir natürlich leid. Aber das spiegelt halt natürlich die ersten Spielminuten von Planet Crafter wider. Denn am Anfang seid ihr erstmal verloren und auf euch allein gestellt. Und das macht es halt schwierig, einen gewissen Flow reinzubekommen am Anfang. Ja, deswegen läuft das Ganze jetzt heute hier in diesem Video ein bisschen langsamer vonstatten. Stellen wir mal Wasser her. Und nochmal eine Sauerstoffkapsel, brauchen wir noch 2 mal Kobalt. Jetzt haben wir mal in Warnung nicht genug Energie. Keine Ahnung, was er damit meint. Wahrscheinlich brauche ich irgendwie Energie, um was bauen zu können. Aber woher bekomme ich die? Wie fülle ich die auf? Wo sind die Energiezellen? Wie geht das? Wie funktioniert das ganze Spiel? Ja, das sind nur so die Dinge, die mir unklar sind im Let's Play. Das, was ihr hier zwischendurch hört in einer anderen Lautstärke, meine Stimme, ist nachkommentiert, weil ich beim Schneiden natürlich selber auch gemerkt habe, dass das Let's Play ziemlich zäh vonstatten ging. Aber naja, was soll's. Wenn das Spiel am Anfang zäh ist, dann ist auch das Let's Play zäh, weil ich verfälsche keine Ergebnisse. Na, dann können wir mal hier wieder rein. Dann habe ich ja alle Chips eigentlich.
Außer jetzt die Taschenlampe, ne? Warnung, nicht genügend Energie. Ja klar, ich muss irgendwie Sauerstoff erzeugen. Da weiß ich aber noch nicht wie. Aber bis zur nächsten Folge habe ich es wahrscheinlich herausbekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video und der kleine Einblick in Planet Crafter gefallen. Und wenn ja, dann hinterlasst ein ganz normalen Like und ein Abo. Das war mal wieder nach langer Zeit ein längeres Video von mir. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.